So, damit hallo und herzlich willkommen wieder zurück hier bei U-Truck Simulator 2. Wir sind unterwegs, wir fahren immer noch Oliven aus. So, komm her. Wunderbar. Auf rechte Spur wechseln. Eh gerade nichts los. Ach ja, herrlich. Super, muss ich. toll. Hätte ich ja gleich hier bleiben können, ne? Naja, das war vielleicht eine weise Vorausahnung, dass wir dann hier auf dieser Spur lieber bleiben sollten. So. Ich muss sagen, mir macht es unheimlich viel Spaß, hier Auto zu fahren über die Autobahn. Oder halt allgemein einfach durch Europa zu schippern. Ja, unheimlich cool. So, na komm schon. Noch ein bisschen, dass wir hier den Tempomat anschalten können. Wunderbar. Und gib ihm. Jetzt ist es ganz entspanntes Cruisen bei Nacht. Ach ja, herrlich. Ja, ich muss mir noch diese letzte Erweiterung holen hier mit Italien. Die anderen habe ich ja alle schon, aber das fehlt mir noch. Aber irgendwie hätte ich dann in letzter Zeit auch nicht so die Lust, weil im Moment komme ich noch nicht so ganz dazu, alles aufzunehmen regelmäßig. Ich merke das zum Beispiel heute auch, ne? Heute ist wieder so ein Tag. Da bin ich mega müde. Das ist so, weiß nicht, seit es mich so erwischt hat, ist irgendwie so ein bisschen der Wurm drin. Normalerweise hatte ich ja nicht so das Problem. So, eigentlich bin ich ja meistens erst so zwischen 1 und 2 ins Bett gegangen und dann wieder gegen 6, 7 aufgestanden, je nachdem. Also spätestens um 7 muss ich aufstehen. Das ist dann zwar alles mal ein bisschen knappig und stressig, aber um 6 ist eigentlich besser. Aber es kommt uns auf die Tagesstimmung noch an. Naja. Und, ich merke das halt, dass ich da echt so meine Problemchen habe. Sonst hat das immer ganz gut geklappt, wenn ich so lange aufnehme und sowas. Dann war halt immer genügend Folgen, da waren genügend Folgen da. Sodass es keine Ausfälle gab. Tja, und jetzt, dadurch, dass ich dann halt so schon gegen Mitternacht merke, so, oh, okay, ja. Ist halt so, okay, ja, jetzt muss ich dann irgendwo was hinten wegfallen lassen. Muss dann schon überlegen, okay, was nimmst du nicht? Ist ein bisschen nervig. Deshalb, ich hoffe, das gibt sich. Vielleicht ist das auch so eine Art verfrühte Frühjahrsmüdigkeit oder so. Naja. So, wir müssen nach Milano, bin ich der Meinung. Ja, okay, dann bin ich hier richtig. Aber immer nur 50 Kilometer, das heißt, wir sind gleich da. Sehr schön. Nee, das sagt dieser hier runter. Aber wir wollen noch nach Milano. Okay. Weirdo. Also ein bisschen, ne? Verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber okay. So ein bisschen seltsam. Na egal. Die werden schon Grund dafür haben. Auch wenn ich ihn noch nicht verstehe. Hä? So, was haben wir da? Mhm. Von denen hier. So, hallöle. 46. Na ja, gut, das geht noch. Das geht noch. So. Immerhin 20.000 haben wir schon wieder. Ich weiß gar nicht, hatten wir nicht einen Kredit zum Zurückzahlen? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Ich glaube nicht, ne? Oder? Boah, jetzt bin ich echt im Überlegen. Bleib bloß da, ey. Hoshi. Eine Menge V
Fragezeichen da vorne, aber ist noch nicht der Zielort. Hm, seltsam. So, Milano. Dann hier runter. Ah, Flughafen, okay. Hm. Sehr schön. Aeroporto. So, langsamer. Wunderbar. Und wir sind in Milano angekommen. Sehr schön. Komisch, dass hier schon das Ortsschild ist. Es gibt ja auch so in der Nähe so einen Ort, da ist irgendwie schon so, keine Ahnung, gefühlt 5 Kilometer vor dem Ort das Ortsschild, wo ich mich jedes Mal frage, warum zur Hölle? Na komm, ich war schon drüber. Ah, der ist aber auch pingelig, ey. Können wir ein bisschen toleranter sein hier, ne? Ah, egal, was soll's. Fahre ich jetzt hier kurz eine Runde und... Ja, machen wir. So. Ich will wissen, was das hier ist. Alles, ein Scania-Händler. Aha. So. Natürlich super, hier lang zu buxieren, ne? Das ist ganz toll. Super coole Idee. So. Vorsichtig. Ja, da hat jetzt nichts zu kommen. Weil hier bin ich jetzt. Genau. Na, wir müssen dann auf jeden Fall nochmal eine Rast machen, bevor wir die nächste Tour ansetzen. Okay, wir müssen links weg, dann können wir gleich hier bleiben. Okay. Ach, rot. Muss das jetzt sein? Echt, jetzt hättest du mich nicht nochmal rüberlassen können? Ach, scheiße. Na komm schon. Hier ist nichts los. Du kannst mich doch wenigstens mal... Ja, da mag ich dann noch eher diese intelligenten Ampeln, die einfach registrieren. Steht da jemand? Wartet da jemand? Und dann entsprechend halt einfach nicht umschalten, wenn da keiner steht. Weil, warum sollte sie das auch tun? Das ist Schwachsinn. So. Haben wir kurz ein bisschen übers Grün gefahren. Ah, ist egal. Ist nicht unser Grün. Ups. Was soll denn hier hin, ne? Wer weiß, wer die Oliven haben will. Hm. Ah, vielleicht so ein Restaurant, mal so 24 Tonnen Oliven bestellt. Die hauen wir an einem Tag weg. Ja, man weiß, in manchen Gegenden vielleicht schon. Ich muss sagen, ich bin absolut kein Oliven-Fan, also ich kann dem nichts abgewinnen. So, hallo Meister. Irgendwas ist hier falsch. Achso, da vorne soll ich drauf fahren, achso. Ich hab mich schon gar gewundert, weil ich dachte erst, es wäre hier so ein Hafen oder sowas. Ha, komisch. Aber da geht's aufs Gelände, okay. Na, dann bin ich beruhigt. Okay, hier hin. Das wird ja auch interessant. Da kommen wir dran vorbei. Ja, super. Doofe Einfahrt irgendwie, ne? Mhm. Dafür dürfen wir ganz einfach parken. Warum auch immer. In letzter Zeit nur noch, ne? Das wundert mich irgendwie so ein bisschen. Yippie! Wir sind am Ziel. Ach. Sehr schön.
und? Gibt's Level-Up? Ich weiß gar nicht. Ich glaube nicht, ne? Ja, es waren zu wenig Erfahrungspunkte. So, wie immer gucken wir mal, was wir dann beim nächsten Mal machen. Was haben wir denn hier? Nach Straßburg. Können wir lieber das nehmen, das finde ich okay. Das ist nur eine kleine Strecke und bringt relativ viel Knete. So, sehr schön. Wo sollen wir da hin? Okay, ist ein Stückchen. Ja, müssen erstmal da vorne hin Pause einlegen. Was ist das hier? Nee, ist es nicht. Warum sagt ihr mir dann, ich brauche eine Stunde dahin? Hä? Also es ist in Milano, aber es ist eine Stunde entfernt. Was ist denn das, ey? Das muss ich nicht verstehen, oder? Nein, nicht so richtig. So, kurz nächtigen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zocker.